Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge widmen wir uns einem Kapitel der Hamburger Stadtgeschichte. Einem Ereignis, das eigentlich eine deutschlandweite Tragweite haben sollte, wenn nicht gar eine weltweite. Ein Ereignis, das dann jedoch auf Hamburg beschränkt blieb. Ein abgesagter Aufstand. Die Rede ist vom Hamburger Aufstand von 1923. Im Oktober 2023 hat sich dieses Ereignis zum 100. Mal gejährt. Wir nehmen hier also ein verpasstes Jubiläum zum Anlass, um über ein Stück Hamburger Stadtgeschichte und über Aspekte der Geschichte der Arbeiterbewegung in Deutschland zu sprechen. In der kommenden Stunde wird es gehen um das Krisenjahr 1923, um Ruhrbesetzung und Inflation, um die Entwicklung und Wandlung der KPD in der Weimarer Republik, um Hoffnungen und Planungen der Kommunistischen Internationale, um Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen und um die Folgen eines gescheiterten Aufstands. Über diese Themen habe ich ein ausführliches Gespräch mit Knut Andresen und mit Marcel Boa geführt. Dazu herzlich willkommen, sagt Lukas. Marcel Boa ist Historiker, arbeitet zur Geschichte der Arbeiterbewegung und hat sich immer wieder mit der Geschichte der KPD, ihrer Opposition und ihren Abspaltungen beschäftigt. Knut Andresen ist ebenfalls Historiker. Er arbeitet zur Kultur- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts immer wieder mit einem Schwerpunkt auf die Geschichte der Gewerkschaften. Als Bewohner Hamburgs hat er sich auch mit der Biografie von Ernst Thälmann beschäftigt. Beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und beide haben sich mit der Geschichte des Hamburger Aufstands von 1923 beschäftigt. Beide haben Beiträge in einem Sammelband geschrieben, der den Titel trägt »Die bedrohte Stadtrepublik Hamburg 1923«, ein Buch, das im Kontext einer Ausstellung des Museums für Hamburgische Geschichte entstanden ist, herausgegeben von Olaf Mattes und Ortwin Pelk. Das Jahr 1923 ist als Krisenjahr in die Geschichtsbücher eingegangen. Zu diesem Krisenjahr gehört die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen, die damit Reparationszahlungen aus dem Versailler Vertrag durchsetzen wollten. Die Regierung Kuno rief in Reaktion darauf zum passiven Widerstand auf. In dieser Folge kam es zu einer enormen Inflation und es wuchs die Unzufriedenheit unter der Arbeiterschaft. Ich habe Marcel Boa und Knut Andresen gefragt, wie sie die politische Entwicklung des Jahres 1923 beschreiben würden. Zunächst antwortet Marcel Boa. Also es ist ja ganz interessant. Ich habe ja eben gesagt, dass hier in Hamburg ganz viel zum Hamburger Aufstand passiert ist, an Erinnerungsarbeit. Und ich finde es super interessant, wenn man mal schaut, dass an das Jahr 1923 ganz unterschiedlich gedacht wird in Deutschland. Also du hast das Ruhrgebiet genannt. Wenn wir nach Bayern gehen, dann ist natürlich die Erinnerung an den Hitlerputsch eine große. Wenn wir nach Berlin schauen, dann ist das Scheunenviertel-Pogrom, also ein antisemitisches Pogrom im Scheunenviertel, das zentrale Thema des Jahres 23. Und wenn wir nach Sachsen und Thüringen schauen, dann ist es die Erinnerung an die rot-roten, also SPD-KPD-Regierungen. Und die meisten dieser Ereignisse hängen natürlich alle zusammen, haben nämlich insgesamt mit der Krise, also mit der Wirtschaftskrise des Jahres 23 zu tun. Du hast gesagt, Besetzung des Ruhrgebiets verstärkt natürlich die Inflation, weil die Reichsregierung dazu aufruft, zum Widerstand, eben auch die Beschäftigten des Ruhrgebiets, also die Beamtinnen und Beamten, sozusagen mehr Geld noch drucken muss, um deren Löhne und Gehälter zu bezahlen, was die Inflation, die eh schon besteht, sozusagen noch anfeuert. Und das Ganze führt dann natürlich zu einer großen Streikbewegung im Sommer des Jahres 23,
weil die Preise ins Unermessliche steigen und viele Leute einfach sich nichts mehr leisten können. Wir kennen ja alle die Bilder aus dieser Zeit von Kindern, die irgendwie mit Geldscheinen spielen oder Leuten, die ihr Wohnzimmer mit Geldscheinen tapezieren, weil es eben einfach nichts mehr wert ist. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Hintergrund für das, was dann hinterher der Hamburger Aufstand oder dieser Deutsche Oktober wird. Und auf der anderen Seite, da sprechen wir über Antisemitismus und wir sprechen über Bayern, natürlich das Erstarken der radikalen Rechten, die eben vor allen Dingen in Bayern Hitlers NSDAP schon im Jahr 23 eine Hochburg hat und von dort eben sozusagen gegen die Republik mobil machen wollen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, Marcel hat gerade ja so gewissermaßen spezifische regionale Ereignisse genannt. Aber die Gesamtsituation zeigt im Endeffekt 23, das ist also das Krisenhafte zeigt sich daran, dass der passive Ruhrkampf, wie die Reichsregierung ihn trägt, nicht erfolgreich ist und erheblich zur Radikalisierung beiträgt. Denken wir an Leo Schlageter, also die Versuche, der von den Franzosen hingerichtet wurde im April 23, also der Versuch, auch militant gegen die französische Besatzung vorzugehen, insbesondere von völkischer und rechtsradikaler Seite her. Insofern forciert es diese Spaltung oder Spannung. Insbesondere, ich würde für Bayern, es ist nicht allein der 9. November 23, also der Hitler-Ludendorff-Putschversuch, sondern es ist ja vor allem schon Ritter von Kahr, der bayerische Ministerpräsident, gewissermaßen regiert schon ab September 23 mehr oder weniger mit diktatorischen Vollmachten und versteht Bayern als Ordnungszelle. Das heißt, es droht nicht nur von Seiten der Hitler-Anhänger, sondern darüber hinaus von dieser gesamten völkischen, republikfeindlichen, rechten Elitenbewegung, die es ja häufig ist, von den Leuten her, insbesondere von Bayern ausgetragen, einen Putschversuch oder einen neuen Angriff auf die Republik und eine Überwindung der Republik. Das, glaube ich, ist als Hintergrund ganz wichtig, dass es eben sehr polarisiert ist und die Politik der Reichsregierung im August endgültig als gescheitert gilt. Also der Ruhrkampf oder Widerstand, passive Widerstand bezüglich der Besetzung im Ruhrgebiet wird im September 23 aufgegeben, weil er sich als erfolglos erwiesen hat. Marcel, du hast dich in deinen Arbeiten ja viel mit der Geschichte der KPD auseinandergesetzt, auch mit der internen Opposition der KPD. Und ich würde auch eben auf die Entwicklung der KPD in diesem Jahr 1923 gerne blicken. Die KPD hatte ja quasi auch schon einen gescheiterten Aufstandsversuch hinter sich, also die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921. Das ist ja ein Aufstandsversuch gewesen, aus dem die KPD auch schon geschwächt hervorgegangen ist. Wie hat sich denn die Lage der KPD in dieser Zeit danach und dann eben 1923 entwickelt? Also im Prinzip, wie du sagst, die KPD ist aus der sogenannten Märzaktion von 1921, also quasi putschhaften Aufstandsversuch, relativ geschwächt herausgegangen, hat aber es dann eigentlich geschafft, vor allen Dingen unter der Führung von Ernst Mayr, der damals zeitweilig Parteivorsitzender war, wieder in die Offensive zu kommen. Und zwar hatte das ganz viel mit der sogenannten Einheitsfrontpolitik zu tun. Also das war ein Ansatz, der eben darauf basierte, außerparlamentarische Bündnisse mit anderen Arbeiterorganisationen, also vor allen Dingen der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften, einzugehen. Und darüber hat die KPD in den Jahren 1922 und 23 tatsächlich Mitglieder und Einfluss gewinnen können. Und diese Radikalisierung des Jahres 1923, über die wir eben gesprochen haben, die hat tatsächlich der KPD genutzt, anders als den anderen Arbeiterorganisationen. Also wir wissen von den Gewerkschaften, dass sie einen Großteil ihrer Mitglieder verloren haben, weil sie natürlich auch einfach die Leute, die Beiträge nicht mehr zahlen konnten. Bei der SPD ähnlich, dass viele ausgetreten sind. Und bei der KPD ist es anders. Also die hat tatsächlich in diesem Jahr neue Mitglieder hinzu noch gewonnen. Und sie hat bei den wenigen Wahlen, die 1923 stattgefunden haben, kann man das nachzeichnen. Es ist leider nur in eher ländlichen Regionen, aber umso beeindruckender hat sie deutlich dazu gewonnen. Also das heißt sozusagen innerparteilich war eigentlich 1923 im Sommer das Gefühl eher der Stärke und dementsprechend haben sie dann natürlich auch sich an diese Aufstandsvorbereitung gemacht, weil sie gedacht haben, jetzt ist ihre Zeit reif. Das hatte natürlich ganz viel mit einer internationalen Situation zu tun.
Nach der Russischen Revolution, die Sowjetunion war isoliert. Man hat dort immer darauf gehofft, dass es eine Revolution in Deutschland gibt. Und als dann 1923 ja dieses Krisenjahr kam, hat man dann eben auch irgendwann in Moskau das realisiert und gesagt, okay, jetzt unterstützen wir die deutsche Partei und schmeißen alles, was wir haben, da rein, um doch noch zu einer erfolgreichen Revolution in Deutschland zu kommen. Ich denke, auf die Rolle von Moskau und der Kommentaren werden wir auch noch zu sprechen kommen. Zunächst erstmal, Knut, du hast dich ja immer wieder mit der Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg auseinandergesetzt. Vielleicht auch vor dem Hintergrund dessen, was Marcel jetzt zur KPD erzählt hat. Würdest du sagen, dass es in Hamburg da nochmal eine spezifische Entwicklung gab, was die Entwicklung der KPD von ihr und ihrem Umfeld betrifft? Also wie lässt sich über die Lage 1923 in Hamburg sprechen? Also auch hier gibt es natürlich, wie soll man sagen, eine Reihe von Zuspruch. Es gibt sehr viel soziale Unruhe, Streiks. Allerdings war die KPD in Hamburg in den Gewerkschaften nicht mehr mit starken Hochburgen vertreten. Also traditionell DMV, also Deutscher Metallarbeiterverband, war bis Ende 1920 eine USPD-Spitze, die dann aber abgewählt wurde. Und insofern hatte sie jetzt innerhalb der Gewerkschaften der einzelnen Fachbereiche nicht so viel Einfluss. Auch die Hafenarbeiter waren nicht vorrangig KPD-orientiert. Da gab es starke Hochburgen natürlich. Die Hafenarbeiter haben in Hamburg im Mai und August bereits gestreikt. Und sie streiken auch parallel zu den Ereignissen des Hamburger Aufstandes im Oktober 23. Aber dieser Streik verbindet sich nicht mit dem Aufstand später. Also ein Hinweis darauf, dass die KPD da nicht so viel Einfluss unter den Hafenarbeitern hatte, dass das möglich war, da in die Richtung zu lenken. Das ist zumindest ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Also natürlich mehr Zuspruch. Marcel hat es gesagt, Wahlen gab es in dem Jahr in Hamburg nicht. Insofern lässt sich es daran nicht ablesen. Wahrscheinlich wäre sie im August oder im Sommer 1923 mit mehr Stimmen rausgegangen. Nach dem Aufstand dann natürlich eben nicht mehr. Ja, also bevor wir auf die Ereignisse dann vom Hamburger Aufstand selber blicken, gibt es vielleicht auch noch so ein, zwei Vorschritte, die wir noch in den Blick nehmen müssen, Faktoren, die in diese Entwicklung reinspielen. Und dazu gehört ja eine Entwicklung, die ihr auch schon angesprochen habt, nämlich die Entwicklung in Thüringen und Sachsen. Und dort haben sich ja bis Oktober 1923 sogenannte Arbeiterregierungen angebahnt. Und das hieß ja tatsächlich, dass die KPD dort den SPD-geführten Regierungen beigetreten ist, sich beteiligt hat. Was ja ein Kurs war, der innerhalb der KPD auch umstritten gewesen ist. Wie lässt sich diese Entwicklung denn beschreiben? Was war die Bedeutung von diesen Arbeiterregierungen? Also die Arbeiterregierung muss man, denke ich, in dem größeren Kontext des geplanten deutschen Oktobers sehen. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, im Sommer kommt die Kommunistische Internationale zu der Einschätzung, dass sozusagen die Zeit für eine Revolution in Deutschland reif ist. Am 15. August schreibt Sinofjew das und eine Woche später trifft sich dann das Politbüro der russischen Partei mit Vertreterinnen der Kommentaren und der KPD. Und ab dann gehen eigentlich die Vorbereitungen für einen Aufstand los. Also er wird wirklich sozusagen generalstabsmäßig geplant. Die kommunistischen Parteien der Nachbarländer werden mobilisiert, also Frankreich, England, Belgien, um sozusagen eine mögliche Intervention ihrer Regierung gegen einen deutschen Arbeiterstaat zu verhindern. Die Schweizer KP bringt ein kleines Expeditionskorps an die Grenze. Die kommunistische Seeleute- und Transportarbeiterorganisation soll Waffentransporte aufhalten, die gegen eine deutsche Revolution eingesetzt werden können. In Russland wird Getreide bereitgestellt. Es wird ein Sonderfonds in Höhe von $400.000 eingerichtet. Alle Parteimitglieder, die Deutsch sprechen, werden registriert. Und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen eine riesige Mobilisierung und eben auch in Deutschland wird das minutiös vorbereitet. Dieser Aufstand, der soll eigentlich am 9. November, am 5. Jahrestag der Novemberrevolution von 1918 stattfinden. Und Teil dieser Vorbereitung ist dann eben auch die Entscheidung, in die Regierung in Sachsen und Thüringen einzutreten. In Sachsen und Thüringen gibt es bis dahin Minderheitenregierungen von Sozialdemokraten, die eher auf dem linken Flügel ihrer Partei stehen. Und in dieser sehr auch polarisierten Situation der Weimarer Republik
setzen die Kommunistinnen und Kommunisten darauf, dass, also eigentlich gehen sie davon aus, dass diese Regierungen dann von Bayern aus sozusagen angegriffen werden und dass sie dann sozusagen die Arbeiterbewegung zur Verteidigung dieser roten Länder aufrufen und es dadurch dann zum Generalstreik kommen soll. Ein weiterer Aspekt ist die Hoffnung, an Waffen zu kommen. Also die Kommunisten haben gedacht, sie bekommen das Innenministerium und haben dann den Zugriff sozusagen auf die Polizei, was aber nicht der Fall ist. Aber das ist sozusagen eigentlich der Kontext für diese Regierungsbeteiligung. Es war nie sozusagen eine Regierungsbeteiligung im klassischen Sinne, weil sie darüber gehofft haben, jetzt sozusagen soziale Politik in Thüringen oder so zu machen und da lange drin zu bleiben. Es war immer klar, das ist Teil sozusagen dieser Aufstandsvorbereitung. Da vielleicht einfach nochmal die Rückfrage, weil ich ja gesagt hatte, diese Strategie mit den Arbeiterregierungen war auch umstritten in der KPD. Und ich habe es immer so gelesen, dass es ja sozusagen starke Kritiker gab, in die Arbeiterregierung reinzugehen. So von den Ultralinken, Ruth Fischer und Co., die gesagt haben, wir dürfen uns auf den Parlamentarismus gar nicht einlassen. Und dann irgendwie so Leute wie Brandler und Thalheimer, die gesagt haben, nee, das ist schon eine sinnvolle Strategie. Jetzt sagst du, das ist sozusagen aber schon von Anfang an Teil von so einer Aufstandsplanung gewesen. Das heißt, würdest du tatsächlich sagen, in der KPD war das überhaupt keine Option zu sagen, Arbeiterregierung ist auch eine Strategie, die wir aus eigener Motivation her anstreben? Doch, die Debatte gab es natürlich auch, aber die hat sozusagen jetzt in diesem Herbst 1923 eben eigentlich keine Rolle gespielt. Die Debatte gibt es natürlich schon im Zuge auch der ganzen Frage von Einheitsfrontpolitik, was ja eigentlich eine außerparlamentarische Bündnisstrategie ist. Da gibt es dann auch eben die Auseinandersetzung darüber, wäre man auch bereit, sozusagen in eine linke Regierung mit einzutreten. Ich würde aber sagen, dass das jetzt für die Vorbereitung des Deutschen Oktobers nicht wirklich relevant war, diese Fragen. Da ging es wirklich einfach darum, diesen Aufstand mit vorzubereiten und sozusagen mit allem, was einem zur Verfügung steht. Dass der linke Flügel um Ruth Fischer das kritisiert hat, das liegt in der Sache, weil sie natürlich sozusagen immer alles, was nicht direkt aufs Losschlagen ging, kritisiert haben. Es ist vielleicht nochmal ganz interessant, das ist vielleicht eine Rückfrage an dich, Marcel. Wer war wie weit eigentlich in die Aufstandsvorbereitung einbezogen? Und ich fand es zumindest auffällig, wenn man sozialdemokratische Presse in Hamburg September, Oktober durchblättert, aber auch in anderen Zeiten, anderen Regionen, dass vielen eigentlich klar war, auch Beobachtern oder Gesprächspartnern der KPD, dass sie eigentlich auf den Putsch hinarbeiten. Und dabei ist vielleicht nicht immer völlig klar, ob man über die einzelnen Planungsstände was wusste. Aber es war natürlich offenbar vielen doch bewusst, dass die KPD eigentlich auf einen Umsturz setzt und darauf hinarbeitet. So ist das Hamburger Echo im Oktober 23 zu lesen, schon bevor es zum Aufstand kommt, dass eben klar ist, was die KPD eigentlich erreichen möchte. Und ich habe mich persönlich immer gefragt und kann es leider nicht beantworten, du vielleicht, Marcel, wie viele Leute kann man eigentlich annehmen, waren in dieser Aufstandsvorbereitung konkret eingebunden? Also war Ruth Fischer konkret eingebunden zum Beispiel? Also genau, erstmal würde ich dir total zustimmen. Auf der einen Seite war das, glaube ich, ein breit gestreutes Wissen, das es gab. Sogar sowjetische Zeitungen haben darüber berichtet, dass in Deutschland vor der Revolution steht, was auch dazu geführt hat, dass es in der Sowjetunion tatsächlich Solidaritätskampagnen für den kommenden Deutschen Oktober gab. Aber gleichzeitig haben das ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, die Vorbereitung auf den Deutschen Oktober, es war ja nicht eigentlich eine Revolution, für die die Kommunisten ja in der Vergangenheit auch eher standen, also wie so zum Beispiel die Novemberrevolution, also eine breit getragene und aus einer sozusagen breiten Bewegung entstandene Revolution, sondern dieser Aufstand oder dieser Putschversuch, wie man ihn, glaube ich, nennen kann, ist wirklich generalstabsmäßig geplant worden. Und ich kann deine Frage nur so halb beantworten, weil ich die genauen Zahlen auch nicht kenne, aber ich würde davon ausgehen, dass es erstmal ein eher kleiner Kreis war,
der in die genauen Vorbereitungen involviert war. Also viele wussten, da passiert was. Ne, vor Ort sind Waffen gesammelt worden. Vor Ort hat man sich vorbereitet. Aber sozusagen diejenigen, die wussten, was genau passieren soll, das war ein eher kleiner Kreis. Und da würde ich behaupten, gehörte Ruth Fischer, die zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht Teil der Parteiführung war, dann auch eher nicht dazu. Wir haben jetzt im Gespräch schon eine entscheidende These, glaube ich, was den Charakter dieses Hamburger Aufstands betrifft, nämlich, dass, so hast du, Marcel, das ausgedrückt, dass es eine generalstabsmäßig geplante Aktion gewesen ist. Gleichzeitig habt ihr beide auch Streikbewegungen und solche Sachen im Jahr 1923 erwähnt. Und das wäre ja sozusagen dann so ein Unterschied, dass man halt eben sagt, auf der einen Seite generalstabsmäßig geplant, auf der anderen Seite eine Entwicklung in den sozialen Bewegungen selbst und eine Streikbewegung vielleicht, wo sich auch was zuspitzt. Wie würdet ihr jetzt im Vorlauf zu diesem Hamburger Aufstand denn das ins Verhältnis zueinander setzen? Das ist vielleicht schwierig abzuwägen. Letztlich natürlich gab es soziale Unruhen bedingt durch die Krise, vor allem im August, die Streiks gegen die Kuno-Regierung, die ja die KPD auch dazu gebracht haben, dass wir in einer Situation uns befinden, wo ein solches Unterfangen der Machtübernahme durch einen Putsch im Endeffekt überhaupt erst denkbar schien. Natürlich laufen diese Streiks weiter, finden statt, aber man kann nicht sagen, dass das, was denn in Hamburg passierte und wo man annehmen darf, das war auch für weite andere Teile des Reiches geplant, dass das als soziale Bewegung kam. Vielleicht, wenn ich so weit vorgreifen darf und schon was zum Aufstand selber sagen kann in Hamburg, dann erkennt man daran, hier in Hamburg läuft es insofern generalstabsmäßig ab, weil es sind ungefähr 250 bis 300 aktive beteiligte Kämpfer am Anfang. Und die verfolgen nach einem Plan. Sie besetzen gegen 5 Uhr morgens relativ viele Polizeiwachen in Hamburg und im Umland von Hamburg, die zum einen dazu dienen, Waffen überhaupt in die Hand zu bekommen und zum anderen Zufahrtsstraßen zu sperren, also durch kleine Städte Bahnlinien zu blockieren oder Fernverkehrsstraßen zu blockieren, um ein Einrücken der Reichswehr nach Hamburg oder in andere Gegenden zu verhindern. Das heißt, das sind offenbar Leute gewesen, die wussten, wie sie sich zu verhalten haben, wenn der Einsatzbefehl kommt, eine Aktion zu beginnen. Das muss vorher schon besprochen worden sein. Erstaunlicherweise ist mir nicht bekannt, dass es darüber schriftliche Aufzeichnungen gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, das war auch für Berlin, für Sachsen-Thüringen in dieser Form schon vorbereitet. Das kann gut sein, aber es ist eben vieles ganz offensichtlich nur mündlich gelaufen, sodass eben schriftliche Quellen, an denen man das nachvollziehen kann, nicht vorliegen, sondern man kann eher aus dem Verhalten dieser Kämpfer schließen, das war geplant, die kriegten irgendwann die Nachricht, dass es losgehen soll und gehen dann entsprechend geplant vor. Also das sind eben Hinweise auf diese Vorbereitung, die es wahrscheinlich auch für andere Regionen gab, dass es vor allem mündlich erfolgte, dass es also kaum schriftliche Quellen oder meines Kenntnis keine schriftlichen Quellen dazu gibt, über diese konkrete Umsetzung und dass der eingeweihte Kreis, Hamburg hatte zu der Zeit, korrigiere mich Marcel, circa irgendwas um 10.000 KPD-Mitglieder, von denen dann nur knapp 300 aktiv beteiligt sind. Den schließen sich 14.000. Im Laufe des Tages dann noch ein paar mehr an, aber so in der Dimension bewegt sich das. Also wenige hundert Kämpfer, die dann eben auch, ich hatte schon erwähnt, den Hafenarbeiterstreik nicht auf ihre Seite ziehen. Also es ist nicht so, dass dann die sozialen Bewegungen oder sozialen Massenaktionen dann direkt darin reingehen, sondern die stehen eigentlich nebeneinander. Ja, genau, wenn ich das ergänzen darf. Ich glaube, genau das ist es, weil, wie Knut sagt, auf der einen Seite, es gibt natürlich, also wir haben da eben drüber gesprochen, es gibt sozusagen erstmal eine reale gesellschaftliche Grundlage, auf der die KPD zu der Einschätzung oder die Kommentaren zu der Einschätzung kommt, wir stehen hier vor einer Revolution oder es ist eventuell möglich, jetzt doch noch die lang ersehnte Revolution, erfolgreiche Revolution in Deutschland durchzuführen. Das, all das, was wir vorhin beschrieben haben, diese Krisenauswirkungen, die sozialen Bewegungen und eben auch das Stärkerwerden der KPD. Hermann Weber, der Kommunismusforscher, hat mal geschrieben, dass es wahrscheinlich keinen Moment in der Geschichte der Weimarer Republik gab, wo die KPD so stark war wie im Sommer 1923. Also das ist schon was anderes als 1921. Und was auch anders ist, ist, dass
diese ganzen Revolutionsvorbereitungen sozusagen mit inhaltlichen Forderungen auch gefüllt sind, also die KPD sozusagen nach außen hin schon auch über bestimmte Fragen, zum Beispiel Preiskontrolle, Beschlagnahmung von Nahrungsmitteln und so, mobilisiert, um auch die Leute bei der Stange zu halten. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben das sozusagen putschistische oder militärische, ist wirklich diese in gewisser Weise doch klandestine Vorbereitung der geplanten Revolution, die dann, wie Knut es über für Hamburg beschreibt, ja doch sehr militärisch erstmal abgehen soll. Und allein die Tatsache, dass man im August entscheidet, dass man am 9. November eine Revolution machen will, da reden wir über einen Zeitraum von 3 Monaten, zeigt ja schon, dass man jetzt hier nicht auf die Spontanität der Massen gesetzt hat, sondern dass man hier wirklich generalstabsmäßig vorgegangen ist. So wie ich es gelesen habe, ist die Festlegung dieses Termins ja auch in den Gremien der Kommentaren getroffen worden. Und das führt mich auch nochmal zu einer Frage, die zu dem Vorlauf des Aufstandes gehört, weil Marcel, du hattest schon gesagt, nach der Oktoberrevolution sieht sich die Sowjetunion quasi isoliert. Es ist nicht die Weltrevolution geworden, die es werden sollte. Und jetzt ist sozusagen die Hoffnung da, in Deutschland geht dieser weltrevolutionäre Prozess weiter. Deswegen setzt man da sozusagen drauf und legt Gewichte in die Waagschale quasi. Die Frage ist ja aber trotzdem, wie kann so eine Kommentaren und wie können Entscheidungsträger in Moskau Einfluss auf so ein Geschehen in Deutschland haben? Und das muss ja auch was mit der Entwicklung der KPD zu tun haben, inwiefern es da möglich war, eben so entscheidende Sachen auch dann in Moskau zu entscheiden. Also wie würdet ihr da die Entwicklung der KPD im Verhältnis zu Moskau beschreiben? Also es gab natürlich, da willst du wahrscheinlich drauf hinaus, auch zu dieser Zeit schon eine Abhängigkeit in gewisser Weise der KPD von Moskau, natürlich finanzieller Art, natürlich auch ideologischer Art, weil das sozusagen die einzige Partei war, die russische, die eine erfolgreiche Revolution geschafft hat. Gleichzeitig reden wir aber in den frühen Jahren der Kommentaren schon noch von einem eher gleichberechtigten Zusammenschluss der kommunistischen Parteien. Und es war tatsächlich auch die deutsche Partei, die als erste gesagt hat, hier reift was heran, hier ist die Situation bald soweit. Also in späteren Zeiten der KPD-Geschichte, da passiert es wirklich so, dass sozusagen Moskau sich irgendwas ausdenkt und Deutschland muss dann sozusagen die Politik dementsprechend anpassen. Hier ist es durchaus noch auf Grundlage eines gemeinsamen Diskussionsprozesses entstanden und auch sozusagen dieser Termin, die Festlegung war ja sozusagen in einer Runde mit Kommentarenvertretern, mit Vertretern der deutschen Partei. Also das hat man schon gemeinsam diskutiert. Was wir natürlich sehen, ist einfach, dass die Kommentaren das Gewicht hat, dass sie eben die eigene Partei mobilisieren kann, dass sie die Parteien des Auslandes mobilisieren kann, dass sie einfach super viel Geld zur Verfügung stellen kann, dass sie Militärberater zur Verfügung stellen kann, also dass sie einfach auch Leute ins Land schickt. Und dementsprechend natürlich in gewisser Weise auch mit ihren Leuten da die Diskussionen vor Ort dann beeinflussen kann. Das ist keine Frage. Und du hattest es ja auch angedeutet, ne? Es gibt natürlich auch innerhalb der KPD Personen, die eher skeptisch sind, Personen, die eher losschlagen wollen. Und da hat die Kommentarenführung sich dann ja relativ bald auf den Standpunkt gestellt, dass die Situation reif ist und dass es jetzt eine Revolution geben soll. Also insofern hat sie da natürlich schon auch Einfluss genommen. Vielleicht, wenn ich ergänzen dürfte, bezüglich der Bedeutung dieser Ereignisse, und weniger des Hamburger Aufstandes, der da eher eine Randnotiz ist, als von der, soll man sagen, welthistorischen Dimension dieser Aufstandsplanung, ist die Entwicklung, wie sie dann gekommen ist, gewissermaßen der Schlusspunkt unter den Hoffnungen der revolutionären Arbeiterschaft nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Revolutionen sich eben fortsetzen. Und danach ist gewissermaßen für die europäischen Länder auch in der Einschätzung der Kommentaren die Situation nicht mehr so, dass man eine Revolution erwartet. Und von daher ist diese Planung, diese Hoffnung der KPD und der Kommentaren eigentlich der Schlusspunkt über die Nachkriegsentwicklung und den damit verbundenen Erwartungen und dann entsprechend anderen Entwicklungen, also hin zu Sozialismus in einem Land und eine Abkehr von dieser weltrevolutionären Erwartung, die dadurch auf jeden Fall nochmal forciert wurde.
Vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir zum Aufstandsgeschehen selber kommen. Eine wichtige Rolle spielen in dieser ganzen Entwicklung, soweit ich das sehe, auch diese sogenannten proletarischen Hundertschaften. Das waren ja bewaffnete Formationen von Arbeitern, wo KPD-Mitglieder drin waren, KPD dominiert, denke ich auch, und aber auch SPD-Mitglieder und Arbeiter, die nicht in Parteien organisiert waren. Und diese proletarischen Hundertschaften sind ja auch mitgebildet worden oder ausgebaut worden in Erwartung von Putschversuchen von rechts und haben auch in diesen Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen ja eine Rolle gespielt. Vielleicht könnt ihr noch sagen, was diese proletarischen Hundertschaften für eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, für Hamburg spielen die proletarischen Hundertschaften unter dieser Bezeichnung nicht eine so große Rolle, sondern eher in Sachsen und Thüringen, oder? Also von der Anzahl her und von der Bewaffnung her. In Hamburg hießen sie unter Umständen anders, oder? Genau, also in Sachsen und Thüringen existieren sie und ich hatte das ja vorhin gesagt, es gibt sozusagen den Versuch, über die Regierungsbeteiligung auch an Waffen zu kommen und damit hätte man dann sozusagen auch diese proletarischen Hundertschaften eben ausgerüstet und denke, die wichtigste Rolle, die ihnen zugedacht war in diesen Vorbereitungen, war, dass sie eben einfach da sind, wenn es dann losgeht. Also, dass es bewaffnete Arbeitereinheiten gibt, die Thüringen verteidigen können, wenn es sozusagen von rechten Milizen aus Bayern angegriffen wird, die einen Generalstreik absichern können und so. Das war die Intention, die KPD dahinter hatte. Nun fand am 21. Oktober 1923 in Chemnitz eine Arbeiterkonferenz statt und auf dieser Konferenz sollte es eben darum gehen, das Kräfteverhältnis in Deutschland abzuwägen und eben eventuelle Signale zu einem Generalstreik und zu bewaffneten Aktionen zu geben. Trotzdem ist es ja am Ende von dieser Konferenz zum Abblasen dieser Aktion gekommen, was vor allem auf Heinrich Brandtler zurückgegangen ist. Was war da die Diskussionslage? Wie ist es von dieser Arbeiterkonferenz in Chemnitz aus weitergegangen? Ich finde, wir müssen sozusagen erstmal noch einen Schritt zurückgehen und gucken, warum überhaupt Chemnitz und was ist vorher passiert. Weil wir ja vorhin gesagt haben, der geplante Aufstand sollte am 9. November stattfinden. Jetzt sind wir erst im Oktober und das hat ganz viel damit zu tun, dass eben die Planung der KPD und der Kommentaren sozusagen von einem Tag auf den anderen durcheinandergebracht worden sind. Zum einen hat sich die gesellschaftliche Situation verändert. Also Ende September hat Gustav Stresemann, der mittlerweile Reichskanzler geworden ist, das Ende des passiven Widerstands gegen die Ruhrbesetzung ausgerufen. Und am selben Tag hat Friedrich Ebert den Ausnahmezustand im Reich erklärt, wodurch die Exekutivgewalt auf den Reichswehrminister übergegangen ist. Und zusätzlich hat die Reichsregierung die Rentenmarkverordnung erlassen, was bedeutet hat, dass die Währung sich stabilisiert hat, dass eben die Inflation weniger wurde. Und das hatte natürlich auch wiederum zur Folge, Streiks haben abgenommen und so weiter und so fort. Und der Befehlshaber der Reichswehrtruppen hat in Sachsen an dem Tag, als die KPD in die Regierung eingetreten ist, verlangt, dass die proletarischen Hundertschaften aufgelöst werden. Und als die sächsische Landesregierung, also die linke Regierung, sich geweigert hat, diese proletarischen Hundertschaften aufzulösen, hat die Reichsregierung am 20. Oktober die Armee nach Sachsen einmarschieren lassen. Und das heißt, wir haben eine ganz andere Situation. Die KPD hat immer gedacht, es wird sozusagen einen Angriff aus Bayern von völkischen oder faschistischen Kräften geben. Aber jetzt war es eine unter anderem sozialdemokratische Reichsregierung, die dieses rot-rote Sachsen angegriffen in Anführungsstrichen hat, also da einmarschiert ist. Und deswegen musste man plötzlich ganz schnell handeln und konnte eben nicht mehr warten. Eigentlich sollte die Entscheidung für den Aufstand bei einem Reichsbetriebsrätekongress fallen. Und dann hat man gedacht, okay, dann müssen wir jetzt die nächste Möglichkeit, die nächste Versammlung, die wir haben, müssen wir nutzen, um sozusagen den Aufstand auszurufen. Und das war eben zufällig eine Arbeiterkonferenz, die am 21. Oktober in Chemnitz stattgefunden hat. Da ging es eigentlich darum, dass die sächsische Regierung mit Delegierten von verschiedenen Arbeiterorganisationen über die Ernährungslage des Landes reden wollte. Und jetzt hat man gesagt, okay, dann ist das der Ort, was das Signal für den deutschen Oktober setzen soll.
So, jetzt habe ich die Vorgeschichte erzählt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was deine Frage war. Vielleicht können wir die Frage an Knut weiterreichen, weil es von da aus ja dann nach Hamburg geht. Und ich habe es in so verschiedenen Quellen gelesen, dass es historisch nicht ganz geklärt werden konnte. Also die Diskussionslage auf dieser Arbeiterkonferenz in Chemnitz ist ja, dass nachdem August Thalheimer zunächst für den Aufstand ist, dann irgendwie sozusagen in der Rückmeldung merkt, es gibt nicht den Rückhalt für diesen Aufstand und die Aktion wird abgeblasen. Trotzdem findet der Aufstand in Hamburg statt. Vielleicht können wir das rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht als kurze Korrektur auch für deine Frage. Brandler war derjenige, nicht Thalheimer. Ja. Genau, die Konferenz in Chemnitz beschließt keinen Generalstreik, der als Zeichen zu verstehen wäre. Und insofern wird der Aufstand so wie geplant abgesagt. Dass es dann in Hamburg zu den Aktionen kommt, ist in Teilen rekonstruierbar, aber letztlich muss man sagen, auch in der Forschung gibt es keinen abschließenden Beweis, wie es genau gelaufen ist. Es gibt eine langlebige Legende, die romantisch und schön ist, dass eben von Chemnitz ein Kurier losfährt, den verschiedenen Bezirksleitungen und Zuständigen sagt, die Aufstände finden nicht statt und dass diese aber Hamburg nicht erreicht. Das ist eine Legende, für die es keine Quellenbelege gibt, dass es eine solche Person gegeben hat, die nicht rechtzeitig es nach Hamburg geschafft hat. Was wahrscheinlich nach allen Abwägungen aller Umstände dafür spricht, ist, dass die Bezirksleitung in Hamburg unter Thälmann gewissermaßen das Zeichen zum Aufstand dennoch gibt. Warum sie das getan haben, ist dann eben eine Interpretationsfrage. Auch diese Deutung ist schon in den 20er Jahren aufgekommen, da mit dem eher militärromantischen Begriff der Degenprobe, dass gewissermaßen die Bezirksleitung gucken wollte, wie weit ist die Unterstützung, wenn wir unsere Aktionen beginnen, dass es eben ein Versuch gewesen sein soll, zu schauen, was möglich ist oder in der Hoffnung erfolgte, wenn wir hier in Hamburg anfangen, Revolutionen zu machen oder die Aktionen zu beginnen, dann wird das im gesamten Reich auch erfolgen. Vielleicht auch mehr Widerstand, das war, glaube ich, der Moment, der ja mit zur Absage führte, dass die Reichsexekution, also der Einmarsch der Reichswehr nach Sachsen und Thüringen, auf so ganz geringen Widerstand stieß. Also es gab keine größeren Aktionen, die sich dagegen richteten, wo man eigentlich so einen Moment hatte, jetzt ist eine unruhige Phase, die wir politisch nutzen können für einen Revolutionsversuch. Das sind eigentlich die inzwischen, wenn man so möchte, genannten Punkte. Ich glaube, Remmele kommt nach Hamburg und soll weiter nach Kiel fahren und wird mit in Verdacht genommen, dass er dafür verantwortlich war, das mit auszulösen. Aber soweit mir bekannt, sagt man in der Forschung, spricht vieles für die Bezirksleitung Hamburg, die das allein entscheidet. Aber warum genau und mit welchen Motiven ist nur nachträglich zu diskutieren und quellenmäßig durch nicht wirklich etwas zu belegen. Dann sind wir jetzt mitten im Geschehen des Hamburger Aufstands am 22. und 23. Oktober. Dieser Aufstand ist ja innerhalb von relativ wenigen Stunden niedergeschlagen worden. Wie lässt sich denn der Verlauf dieses Aufstands beschreiben? Knut, du hast schon gesagt, es sind etwa 300 Aktive, die quasi sozusagen Schritt für Schritt Aktionen machen. Es geht auch um Eroberung von Polizeistationen. Was ist denn passiert? Also wie gesagt, die informierten Kämpfer oder vorbereiteten Kampfgruppen kriegen den Befehl, um 5 Uhr morgens Polizeiwachen zu stürmen. Das versuchen sie in Hamburg und einigen umliegenden Gemeinden. Das geht raus bis nach Bachterheide und Ahrensburg und vor allem das damals noch preußische Schiffbeek gehört mit dazu, bis raus nach Bergedorf und in der Innenstadt hier vor allen Dingen Barmbek und Eimsbüttel. Das heißt, die versuchen, die Polizeiwachen, die zum Teil mit nur 3-4 Polizisten zu der Zeit besetzt sind, zu stürmen und in Besitz der Waffen zu kommen. Die Polizei, die damals ja noch stark militärisch organisiert ist, muss man dazu sagen, also vor allem die Sicherheits- oder Schutzpolizei, die eben in Zügen operiert und von den Bildern her sehen die aus wie Reichswehrsoldaten auf den ersten Blick, also mit Stahlhelm und so weiter. Die beginnen dann, die einzelnen Wachen zurückzuerobern in Eimsbüttel, einem stark proletarischen Bezirk in der Zeit, gelingt ihnen das nach wenigen Stunden, die Wachen wieder zu besetzen. Es ist einige Straßenzüge in Barmbek und einige Polizeiwachen, die dort länger verteidigt werden können, ebenso in dem ländlich geprägten Schiffbeek, muss man sagen, heute Hamburg-Horn, der Stadtteil, wo es den Aufständischen gelingt, sich
über einen Tag lang erfolgreich zu verteidigen und es der militärisch organisierten Polizei nicht gelingt, die Wachen zurückzuerobern. Die versuchen das, ziehen sich dann wieder zurück. In Barmbek kommt es dabei dann auch zu Straßenkämpfen, also Barrikadenbau und Auseinandersetzung, aber es dauert ungefähr einen Tag. Dann ziehen sich die Aufständischen zurück, weil sie halt in Erfahrung bringen, dass nirgendwo sonst im Reich etwas passierte. Und deswegen begründet sich gewissermaßen der Mythos später auch in der kommunistischen Erzählung, dass die Aufständischen ungeschlagen blieben, weil sie eben nicht verhaftet wurden zu der Zeit, sondern auch untertauchen können. Es gibt zwar eine Vielzahl von Verhaftungen später, aber wer diese 300 im Einzelnen waren, ist bis auf wenige, wie soll man sagen, bekannte Figuren oder führende Personen nicht wirklich bekannt. Die haben sich auch später nicht gemeldet oder so. Also das bleibt eigentlich etwas im Unklaren. Auch die KPD hält sich natürlich im Anschluss daran zurück, wer daran beteiligt war. Es gibt erst 3 Jahre später eine Meldung, wo sie die Verstorbenen überhaupt nennen. Das sind zusammengezählt 24, die 1927 genannt werden als Opfer oder Kämpfer während des Aufstandes. Das heißt, wir wissen noch nicht einmal genau, wie viel diese Aufständischen auch gefallen sind. Genau, und insofern war der Aufstand einen Tag lang relativ kurz, muss man sagen. Er blieb auch auf dann Barmbek und Schiffbek im Wesentlichen begrenzt. Ich hatte schon erwähnt, der Streik der Hafenarbeiter wird nicht zusammengeführt oder steht nicht in Beziehung dazu, der findet weiter statt, aber im Hamburger Hafengebiet zum Beispiel kommt es so gut wie überhaupt nicht zu irgendwelchen Kampfhandlungen, sondern es bleibt eben auf einige Stadtteile begrenzt. Insofern ist auch die zeitgenössische Wahrnehmung nicht eines Hamburger Aufstandes insgesamt, sondern eher von einem Putschversuch im lokal begrenzten Raum, weil eben es Teile von Hamburg gab, wo man davon gar nichts mitbekam, dass irgendwo anders Barrikaden gebaut werden und gekämpft wird. Ja, ich finde das ganz wichtigen Punkt, den Knut zum Schluss gemacht hat. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von Woldemar Rose, dem Leiter des militärischen Apparats der KPD. Der ist am 24. Oktober vor Ort, also kurz nach dem Aufstand, und schreibt von dort aus einen Brief, in dem es heißt, Zitat, am Montag war schon ersichtlich, dass es keine Massenaktion, sondern ein Putsch war. Die Arbeiter Hamburgs im Ganzen genommen reagierten nicht mit dem Generalstreik auf den Aufstand. Und ich glaube, das Bild von dem Hamburger Aufstand, was wir haben, ist ganz, ganz stark geprägt von dem, was sozusagen später unter Thälmann und dann vor allen Dingen in der DDR aus diesem Hamburger Aufstand gemacht wurde. Weil insgesamt war das wahrscheinlich ein eher unbedeutendes Ereignis. Sozusagen das große Ereignis war der Deutsche Oktober. Der war sozusagen weltgeschichtlich, wenn er stattgefunden hätte, sicher sehr bedeutsam gewesen. Aber dieser isolierte Putschversuch in Hamburg hat eigentlich erst eine Bedeutung dadurch bekommen, dass ihm über Jahre, über Jahrzehnte so viel Aufmerksamkeit und Erinnerungsarbeit geschenkt wurde. Wir sind schon dabei, auch über die Folgen und die Nachbereitung dieses Aufstandes quasi zu sprechen. Und ich würde mit euch noch weiter eben auf Folgen von diesem gescheiterten Aufstand blicken. Und da können wir ja auch wieder verschiedene Ebenen in Blick nehmen. Vielleicht auch zunächst nochmal Knut, was die Folgen in Hamburg betrifft. Also was waren denn die unmittelbaren Auswirkungen nach Niederschlagung dieses Aufstands? Also die waren zum einen natürlich ein Verbot der KPD für einige Zeit, das aber meines Erachtens nur ein paar Monate lief. Es war sehr viele Verhaftungen, fast 1000 Menschen werden verhaftet, direkt im Anschluss an den Aufstand, von denen aber 100 bereits am nächsten Tag wieder freigelassen werden, weil sie, wie soll man sagen, zu Unrecht oder aus Täuschungsgründen verhaftet worden waren. Es werden über 600 Personen verurteilt für den Aufstand oder Aufstandsbeteiligung, aber nicht alle als Kämpfer, sondern auch wegen Plünderungen, wegen anderen Sachen, die im Rahmen des Aufstandes offenbar stattfanden. Und teilweise kommt es auch zu Razzien und Hausdurchsuchungen, wo es auch noch Tote gibt. In Bramfeld stirbt ein 70-jähriger Arbeiter quasi bei einer Razzia, die in den nächsten Tagen dann stattfinden. Aber eine relativ große Prozesswelle davon, ich weiß gar nicht, Hugo Urbans gemeinen, soweit ich das sehe, als Anführer dieser militärischen Operation gilt, kriegt, glaube ich, 10 Jahre Gefängnis. Viele der Verurteilten kriegen 3 bis 5 Jahre, also auch eine
zwar höhere als bei den rechten Aufständen, aber insgesamt jetzt auch keine sehr hohe Verurteilung. Davon wird dann 1925 bei einer Amnestie die meisten freigelassen. Also das sind die unmittelbaren Folgen des Aufstandes für die KPD und für die Beteiligten. Auch die Polizei hat 17 Tote zu beklagen, die übrigens zeitgenössisch natürlich sehr präsent sind. Also es gibt ein Gedenkblatt, es gibt Aufnahmen, eine große Staatsbegräbnis. Die Polizei Hamburg richtet dann auf dem Friedhof Ohlsdorf einen Ehrenhain ein, der bis heute als Begräbnisstätte für im Dienst gefallene oder gestorbene Polizisten genutzt wird. Der geht zurück eben auf diesen Folgen des Hamburger Aufstandes. Wenn wir auch nochmal die Entwicklung der KPD in den Blick nehmen im Folge dieses Aufstandes. Der Aufstand hat ja auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung, auf die parteiinternen Debatten in der KPD. Wir hatten das immer schon mal so ein bisschen angedeutet, August Thalheimer und Heinrich Brandtler. Das sind ja die beiden Figuren, denen danach vorgeworfen wird, dass sie verantwortlich gewesen seien für dieses ganze Dilemma, weil sie zu zögerlich gewesen wären und zur Zurückhaltung aufgerufen haben. Wie entwickeln sich denn diese Debatten innerhalb der KPD und was hat das für eine Auswirkung vielleicht auch auf die Ausrichtung der Partei? Ja, ich glaube, man muss sozusagen die zwei Ebenen sehen. Also einerseits das, was sozusagen in der deutschen Partei passiert und dann auch das, was international geschieht. Also in der deutschen Partei, wie du sagst, es gibt eine Debatte darüber. Brandtler, Thalheimer wird vorgeworfen, zu zögerlich gehandelt zu haben, schuld daran zu sein, an dem Desaster des gescheiterten deutschen Oktobers, und die linken Kräfte in der KPD um Ruth Fischer, um Werner Scholem, um Arkadi Maslow und auch um Ernst Thälmann kommen sozusagen im Zuge dieser Auseinandersetzung in die Offensive und stellen dann eben tatsächlich auch seit 1924 die Parteiführung. Das sind sozusagen die Debatten in Deutschland. International muss man sehen, dass sozusagen dieser gescheiterte deutsche Oktober im Prinzip das Ende eines Zyklus darstellt, der 1917 mit der russischen Revolution beginnt und dann sozusagen diese ganzen Revolutions- und großen Bewegungen in Europa beendet. Man hat sozusagen immer gehofft, Russland bleibt nicht isoliert, Sozialismus wird international aufgebaut, Russland allein kann das nämlich aus seinen materiellen Ressourcen nicht. Und jetzt erkennt man, okay, das klappt nicht. Wir haben sozusagen es nicht geschafft. Man muss sagen, eigentlich ist dieser Zyklus schon Ende 21 vorbei, aber jetzt gibt es 23 nochmal dieses Aufflackern. Und jetzt ist aber wirklich klar. Und das hat auch Auswirkungen dann auf die sowjetische Partei, wo es ja nach Lenins Tod die Fraktionsauseinandersetzungen gibt. Also Lenin stirbt Anfang 24. Fraktionsauseinandersetzungen gibt, aus denen ja letztendlich die Stalin-Fraktion erfolgreich hervorgeht. Und Stalin entwickelt als Reaktion auf das Abebben dieser revolutionären Welle die Theorie vom Aufbau des Sozialismus in einem Land. Also während die Kommunistinnen und Kommunisten bis dahin immer gesagt haben, das ist ein internationales Projekt, das kann hier isoliert nicht funktionieren, sagt er, dass Russland doch in der Lage ist, für sich genommen eine sozialistische Wirtschaft und Gesellschaft aufzubauen. Und das hat dann wiederum auch Auswirkungen auf die kommunistische Internationale, weil jetzt genau dieser Prozess an Fahrt aufnimmt, wo diese Komintern immer stärker sozusagen nach den Interessen des russischen Staates ausgerichtet wird. Ich habe vorhin gesagt, anfangs war das schon ein relativ gleichberechtigter Zusammenschluss von kommunistischen Parteien. Und jetzt gibt immer mehr sozusagen die russische Partei den Kurs vor. Der Prozess, der sich dann über mehrere Jahre vollzieht und der von der Forschung als Stalinisierung bezeichnet wird, der ist natürlich sehr komplex und das sozusagen Zusammenspiel von Druck, den die Partei ausüben kann und andererseits natürlich auch zum Teil die Leute dem Kurs freiwillig folgen, es werden Leute ausgeschlossen und so weiter und so fort. Und am Ende steht eben dann in den späten 20er Jahren die vollständig stalinisierte Komintern, die im Prinzip
komplett auf die russische Partei ausgerichtet ist, sehr bürokratisch ist, wenig demokratisch und vor allen Dingen auch sehr dogmatisch. Und das beobachten wir dann eben auch in der KPD. Zu der Zeit, wo dann Ernst Thälmann der Vorsitzende ist, ist das, was ich gerade gesagt habe, auch die Charakterisierung für die Partei. Also insofern kann man sagen, dass der gescheiterte Deutsche Oktober schon ein ganz wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der Partei darstellt. Ernst Thälmann ist ein Stichwort, das uns ja auch nochmal nach Hamburg zurückführt. Und das ist eine Frage, die du wahrscheinlich, Knut, gut beantworten kannst, weil Ernst Thälmann ist immer schon mal gefallen als Stichwort in unserem Gespräch. Und der ist ja danach im Grunde zu so einer ikonischen Figur der KPD geworden. Jetzt haben wir gar nicht so richtig gesagt, was er für eine Rolle im Hamburger Aufstand gespielt hat. Und es ist ja auch interessant zu schauen, was hat er danach für eine Rolle gespielt? Was kannst du über Ernst Thälmann sagen und den Hamburger Aufstand? Ja, also zum Hamburger Aufstand selber spielt Thälmann keinerlei militärische Rolle auf jeden Fall. Daran war er nicht beteiligt, sondern er ist im Wesentlichen im Hafengebiet und versucht, die Hafenarbeiter zu agitieren. Er ist meines Wissens nach auch danach nicht verhaftet worden wegen der Ereignisse. Insofern spielt Thälmann beim Hamburger Aufstand vom Militärischen her keine Rolle. Vielleicht ist einigen der Hörerinnen und Hörer der Film Thälmann Sohn seiner Klasse vor Augen, wo die Rolle Thälmanns ganz anders dargestellt wird, nämlich als der geniale Taktiker und militärische Führer des Aufstandes. Und das geht natürlich zurück auf eine bereits mit seinem Aufstieg zum Parteivorsitz dann verbundene Heroisierung seines Lebens. Und da bekommt der Hamburger Aufstand eine größere Bedeutung, als er es real hatte, muss man wahrscheinlich sagen, weil dann wird es eben Thälmann vor allem zugeschrieben, der diesen Aufstand geführt hat, auch mit der taktischen Meisterleistung des Rückzuges dann ungeschlagen ziehen sich die KPD-Kämpfer zurück, weil es eben noch nicht gereicht hat und Ähnlichem. Es wird über Lehren aus dem Hamburger Aufstand, wie man das besser machen könnte, was die Fehler waren in dem Moment gesprochen. Aber vor allen Dingen wird Thälmanns Rolle übertrieben dargestellt, schon in den späten 20er Jahren und dann ikonografisch halt im Film Sohn seiner Klasse in der DDR 1954 gedreht, völlig, wie soll man sagen, unzutreffend dargestellt. Also insofern ist die Biografie Thälmanns mit dem Hamburger Aufstand verbunden worden. Er ist wahrscheinlich mit dafür verantwortlich, dass er ausgelöst worden ist, als aber nicht derjenige, der ihn durchführt in dem Sinne. Aber vor allem ist es eben auch die Überhöhung des Hamburger Aufstandes von der Wirkung her, der dann das kommunistische Erinnerungsnarrativ sehr stark prägt. Also dass dem eine größere Bedeutung zugemessen wird, als die Ereignisse das eigentlich hergeben. Insbesondere aber auch, weil der Deutsche Oktober dann in dieser detaillierten Planung, wie wir das heute kennen, natürlich nicht im Erinnerungsnarrativ der 20er Jahre und auch nicht in der DDR so stark ausgestellt wird. Ja, ich würde dem voll zustimmen, was Knut gesagt hat, und tatsächlich sagen, dass die Rolle Thälmanns eigentlich, je weiter der Aufstand weg ist, desto größer wird sie. Ich habe jetzt im Zuge hier dieser ganzen Veranstaltung rund um den 100. Jahrestag in Hamburg habe ich einen ukrainischen Spielfilm gesehen, oder das Fragment eines ukrainischen Spielfilms aus Mitte der 20er Jahre über den Hamburger Aufstand. Da spielt die Figur Thälmann überhaupt gar keine Rolle. Und das ist wahrscheinlich noch relativ nah an dem, wie es gewesen ist. Wir wissen noch nicht mal, ob er irgendwie an dem Aufstandsgeschehen beteiligt war. Und je weiter das dann fortschreitet, je mehr Filme und Bücher und so über diesen Aufstand entstehen, umso größer wird dann letztendlich die Rolle. Aber wie Knut es gesagt hat, mit der Realität hat das wenig zu tun. Jetzt haben wir so einen großen Rundumschlag gemacht und uns mit der Geschichte des Hamburger Aufstands von 1923 beschäftigt. Und am Ende von solchen Gesprächen stellt sich ja oft die Frage, was hat das mit uns zu tun? Was kann uns das sagen für eine Orientierung in der Gegenwart? Und das ist natürlich eine Frage, die oft schwer zu beantworten ist, weil man die Sachen, die vor 100 Jahren passiert sind, nicht einfach so übertragen kann aufs Heute oder nicht unmittelbar das Rückschlüsse für uns heute zulässt. Trotzdem ist es ja auch ein interessierter Blick, mit dem wir auf so ein Geschehen blicken. Und was mich persönlich da umtreibt, ist
dass es aktuell ja auch in der Linken und in der radikalen Linken durchaus vielleicht so einen autoritären Backlash gibt, dass man sich vermehrt positiv auf die Sowjetunion bezieht, auf die DDR, dass die roten Gruppen in vielen Städten so einen gewissen Aufwind haben. Und ich habe gesehen, dass in diesem Jahr auch aus so einem Umfeld heraus eine Auseinandersetzung mit dem Hamburger Aufstand stattgefunden hat, wo dann auch Ernst Thälmann eben hervorgehoben wird als eine wichtige Rolle, die er da gespielt hat. Vielleicht vor dem Hintergrund von solchen Debatten, inwiefern spielt für euch eben der Blick auf die Geschichte und auf den Hamburger Aufstand da auch in aktuellen Debatten eine Rolle? Was wäre vielleicht daraus mitzunehmen? Puh. Keine leichte Frage. Ja, vielleicht kann ich aus einer anderen Sicht anfangen. Vor 3 Jahren gab es eine Anfrage der AfD hier in der Hamburger Bürgerschaft, die den Senat fragte, wie der kommunistischen Opfer des Hamburger Aufstandes gedacht werde und was der Senat unternehme. Und die AfD-Fraktion wollte natürlich behaupten oder damit belegen, dass der kommunistische der Hamburger Aufstand positiv erinnert wird oder ähnlich. Das war aber alles falsch weg. Ich musste das damals mir anschauen. Was gibt es dazu? Das Einzige, was es an offizieller und überhaupt irgendwie Erinnerung daran gab, ist dieser Ehrenhain der Hamburger Polizei in Ohlsdorf auf dem Friedhof, der danach eingerichtet wurde. Das heißt, es gibt natürlich immer so die Frage, wie wird das mit Erinnerung umgegangen? Hier war von den Rechtsextremen der Versuch, das irgendwie als Opfererzählung zu generieren, nämlich als Folge des Kommunismus. Das ist natürlich Unsinn und es ist auch eher tragisch zu bezeichnen, wenn die Rolle quasi von Thälmann oder von bestimmten Vorstellungen heute aktualisiert wird, um Orientierung zu sein. Also Orientierung für gegenwärtige Politik. Zumindest insofern, wenn man sagt, die Vorschläge oder die Ideen, die von Thälmann oder anderen vertreten wurden oder entwickelt wurden, lassen sich auf heute übertragen. Das ist meines Erachtens eher ein, ich will nicht sagen Liebhaberprojekt, aber eher ein Projekt von einzelnen Leuten, was nicht wirklich, wie soll man sagen, viel Zukunft hat oder viel Zukunft verspricht. Es ist vielleicht eher die Frage, was ist damit verbunden? Man kann vielleicht sagen, der Hamburger Aufstand oder der Versuch der KPD, die Revolution doch noch von 1918 doch noch zum erfolgreichen Abschluss zu bringen, gewissermaßen, war insofern zumindest von einem utopischen Gedanken geprägt, dass es immer noch die Hoffnung gab, es gäbe etwas Besseres, was entstehen könne als die kapitalistische Gesellschaft. Da kann man sicherlich einen Blick drauf werfen und das in dem Sinne in die lange, lange Reihe von Versuchen, das umzugestalten oder da neue Alternativen zu entwickeln, wie das zu der Zeit eben auch, und das ist sicherlich auch wichtig zu erinnern, als Arbeiterradikalität getragen wurde. Also das waren ja in der Regel Arbeitergruppen oder Arbeiterschaft, die da große Hoffnung auf eine andere Gesellschaft setzten. Aber sie waren eben auch nicht in der Mehrheit, auch zu der Zeit nicht, sondern es war eine Hoffnung. Und dieser Weg scheiterte eben auch, weil er putschistisch war, also der Versuch einfach, die Macht militärisch zu erringen. Ich glaube, da können wir nicht viel lernen. Wenn heute jemand ernsthaft plant oder überlegt, Polizeiwachen zu besetzen, dann ist es auch eher im Bereich des Irrealen als einer realistischen Strategie oder Taktik, hier Erfolge zu haben, weil davon sind wir sehr weit entfernt. Insofern, mir ist das auch bekannt, manche Versuche, es gibt immer auch noch die Themagedenkstätte hier in Hamburg, die eher DKP-nah ist, die natürlich die Verherrlichung Thälmanns doch in weiten Teilen forttragen. Das wünscht man sich manchmal, dass sie ein bisschen kritischer rangehen würden oder da skeptischer auch mal oder mit einem selbstreflexiv skeptischen Blick drauf schauen. Aber es sind eben auch nicht diejenigen, die sehr viel Zulauf haben. Ich finde, Knut hat schon einen sehr, sehr guten Bogen sozusagen von der AfD bis zur radikalen Linken gezogen. Ich will gar nicht so viel ergänzen. Vielleicht ein Gedanke, dass ich es erstmal natürlich sehr positiv und sympathisch finde, wenn Menschen, die heute politisch aktiv sind, sich mit der Vergangenheit und mit vergangenen Siegen und Niederlagen der Bewegung auseinandersetzen. Auch wenn man vielleicht nicht aus einzelnen Sachen direkt was für heute lernen kann, erkennt man ja doch oft, dass gewisse Muster, gewisse Strukturen und so
sich wiederholen. Ein zweiter Punkt, den ich auch erstmal positiv finde, ist, wenn man vielleicht sich auch in die Tradition von bestimmten Personen stellen möchte, bestimmte Ideen dieser Personen hochhalten will, das denke ich, ist vollkommen gut und legitim. Aber ich finde gerade, wenn wir uns hier den Hamburger Aufstand und die Rolle Ernst Hellmanns angucken, dann finde ich, muss man halt wirklich von der Mystifizierung und vor Legenden, die dann sich um solche Personen ranken, wirklich warnen und sagen, dass eben man, wenn man sozusagen seine vergangenen Helden sich anschaut, dass man sie dann eben auch mit allen ihren Ecken, ihren Kanten, ihren Fehlern, die sie haben, wahrnimmt und eben auch die kritisch zur Kenntnis nimmt. Thälmann hat irgendwo gesagt, sinngemäß zitiert, Jubiläen dienen dazu, uns für den Kampf zu stärken und uns neue Orientierung zu geben für das, was wir in Zukunft machen sollen. Und darin beschreibt er natürlich ein extrem instrumentelles Verhältnis zur Geschichte, wie wir das vom Stalinismus durchaus ja auch kennen, also Zuschreibung bestimmter Eigenschaften, Heroisierung, Weglassen von schwierigen Punkten. Und eine gute Geschichtswissenschaft, die sich einer Aufklärung verpflichtet fühlt als Grundgedanken, im besten und positiven Sinne, die ist natürlich nicht nur kritisch, sondern auch reflexiv und schaut sich auch an, was sind Motive, was sind auch Brüche, wo geht etwas schief oder nicht. Das sollte eigentlich im besten Fall immer davor verhindern, sich zu einer simplen Heroisierung hinreißen zu lassen. Dass manche Sachen einen vielleicht emotional anrühren oder man sich dem mehr verbunden fühlt als zu anderen historischen Ereignissen, das sei dem ja unbenommen, aber es soll einen nicht davon enthalten, kritisch darauf zu gucken und auch zu wissen, was ist hier Legende, was ist Zuschreibung. Das gilt übrigens nicht nur jetzt für die kommunistische Geschichte, es gilt für alle Geschichtsschreibungen, sei es nationaler, sonstiger Art, alles das, wo es sehr geglättet und ganz einfach erscheint oder heroisch, ist eigentlich etwas, was einen skeptisch machen sollte. Man sollte eher fragen, was gehört noch an anderen Faktoren dazu, was gehört an Brüchen dazu, sei es die Person Thälmann, sei es der Hamburger Aufstand, der insgesamt rund 100 Tote gefordert hat. Nämlich die Mehrzahl waren Zivilisten oder Unbeteiligte, die insbesondere durch Querschläger der Polizei ums Leben kamen. Ungefähr 60 Zivilisten, eine genaue Zahl ist damals nicht ermittelt worden, heute nicht mehr feststellbar, die eben auch dazu kommen durch diese Ereignisse und an die es auch mir sinnvoll erscheint, daran zu erinnern und es eben nicht alles nur als heroische Geschichte zu glätten. Ihr hörtet hier ein Interview mit den beiden Historikern Marcel Bois und Knut Andresen. Ein Gespräch über die Geschichte des Hamburger Aufstands von 1923 und dessen Folgen. Diese und weitere Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge könnt ihr nachhören unter wutpilger.org. Unter ärgernis.org könnt ihr zahlreiche weitere Interviews nachhören, unter anderem über Personen, die in der vergangenen Stunde immer wieder genannt wurden, etwa über Ernst Thälmann und Ruth Fischer. Ärgernis.org. Ärgernis wird mit AE geschrieben. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.